danke Ihnen. Es sind auch schon ein paar Fragen reingekommen. Liebe ZuhörerInnen, Sie können gerne jetzt auch noch weiterhin Fragen stellen bei F&A, Fragen und Antwort. Und ich habe auch schon eine Frage, und zwar hatten Sie vorhin auch darüber gesprochen, dass junge Menschen sich ja eigentlich auch ganz gerne in dieser Zweigeschlechtlichkeit orientieren, gerade wenn sie in der Pubertät sind oder auch schon vorher. Jetzt sind viele Menschen hier auf der Fachtagung, die ja in der sozialen Arbeit tätig sind, in der Jugendarbeit tätig sind. Was können Sie diesen Menschen für Ratschläge geben? Wie kann eine Jugendarbeit aussehen, die zwar das auch akzeptiert, dass sich die jungen Menschen in dieser Zweigeschlechtlichkeit vielleicht auch wohlfühlen und zu Hause fühlen, aber trotzdem die Möglichkeit gibt, ja, Raum für mehr auch da zu bieten? I think that Ich young glaube, dass junge Menschen oft sehr viel mehr sehen als diese beiden Kategorien, auch schon in ihrem eigenen Leben. Man muss ja immer mit dem arbeiten, was möglich ist. Und das ist nicht ganz, aber hauptsächlich das, was die jungen Menschen mit ihren eigenen Augen schon gesehen haben und mit den eigenen Ohren schon gehört haben. Und sehr wahrscheinlich gehört dazu schon ziemlich viel Varianz der Geschlechter. Außer den ganz kleinen Kindern ist es doch wahrscheinlich, dass junge Menschen verschiedene Verkörperungen und Repräsentationen von Männlichkeit und Weiblichkeit gesehen haben. Sie haben Frauen gesehen, die mütterlich sind. Sie haben Frauen gesehen, die disziplinarisch drauf sind. Frauen, die, denen ihr Beruf am Herzen liegt. Junge Menschen haben Männer erlebt, die fürsorglich sind, Männer, die disziplinarisch sind. Sie haben auch verschiedene Arten der Verkörperung von Geschlecht unter ihren Lehrkräften erlebt in der Schule. Das bedeutet, da haben wir einiges, womit wir arbeiten können. Als SozialarbeiterInnen, als Menschen, die in der Jugendarbeit arbeiten, haben wir da Material. Wir können den jungen Menschen eine Sprache geben oder auch Fragen stellen, die die Aufmerksamkeit lenken auf einiges der Einige oder ein Teil der Vielfalt in der realen Welt. Und damit anzufangen, anzuerkennen, was alles möglich ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die jungen Menschen alle meine Bücher lesen sollen oder dass man ihnen einfach sagt, was es alles gibt, das finden die schon selber raus. Sobald die Möglichkeiten ihnen klar sind. Das kann auch ein kollektiver Prozess sein. Ich habe wirklich ein enormes Vertrauen in die Fähigkeit junger Menschen, einander zu bilden. Deswegen mag ich übrigens auch überhaupt keine reinen Jungenschulen oder reine Mädchenschulen. Denn das beschneidet ganz radikal die Möglichkeit junger Menschen, sich gegenseitig etwas beizubringen oder zusammen etwas zu lernen über Geschlecht in einer Art und Weise, die Möglichkeiten eröffnet, über Stereotypen hinaus. Das heißt, es gibt natürlich Umstände und Situationen, wo es gut ist, dass die Jungen unter sich sind, dass die Mädchen mal unter sich sind. Das ist ganz legitim, auch in bestimmten Unterrichtssituationen. Aber ich bin sehr kritisch dafür, sehr kritisch eingestellt gegenüber Schulen, die komplett institutionell trennen nach Geschlecht. Eine Frage fasse ich so ein bisschen zusammen. Da geht es darum, um so eine, also gerade auch bei
bei jungen Männern, die auch marginalisiert werden, beobachtet hier eine Person vielleicht so eine Art von davon, dass diese Männer versuchen, jungen Männer versuchen, hypermaskulin zu sein und dann auch Gewalt ausüben könnten und eben auch aufgrund ihres sehr männlichen Aussehens geschlechtsspezifisch privilegiert werden. Und da würde diese Person ihre Meinung interessieren, also zu marginalisierten jungen Männern, die anscheinend sehr hypermaskulin auftreten und mit Gewalt auch. Yes, I know the... Ja, ich kenne das Muster. Ich habe einige Männer interviewt, auf die diese Beschreibung zutrifft. Mein Kollege James Messerschmidt in den Vereinigten Staaten hat da auch hervorragende Forschung zugeleistet. Junge Männer, deren Lebensführung tatsächlich gekippt ist in Gewalttätigkeit, auch sexuelle Gewalt. Und ich erkenne das Problem auch an. Möchte aber dennoch warnen gegen einen allgemeinen Trend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das in der Jugendarbeit gängig ist, aber sicherlich in der Verwaltung und in den Massenmedien. Also ich würde dagegen warnen, marginalisierte junge Männer zu stigmatisieren als zwingend hypermaskulin. Marginalisierte Gruppen, zum Beispiel marginalisierte ethnische Gruppen, AfroamerikanerInnen in den Vereinigten Staaten, Menschen, junge Menschen mit türkischen Wurzeln in Mitteleuropa. Ja, die jungen Männer unter denen repräsentieren alle Arten von Männlichkeiten. Es gibt schwule junge Männer, es gibt natürlich die Hypermaskulinen. Aber viele junge Menschen versuchen einfach so, sich durchzuschlängeln. Also diese Vielfalt gibt es auch in den marginalisierten Communities. Das ganz bestimmte Problem, das Sie aber hier angesprochen haben, das muss man sich wirklich anschauen. Diese Protestmännlichkeiten, wie ich sie mal genannt habe, da greife ich auf den Psychoanalytiker Alfred Adler zurück, der das Konzept des männlichen Protests entwickelt hat. In einer Welt, in der die Macht vermännlicht oder maskulinisiert ist, und in einer solchen Welt leben wir ja, ist es so, dass Jungen und junge Männer die Machtlosigkeit erfahren, möglicherweise so reagieren können, wenn man die psychologische Reaktion sich mal vergegenwärtigt, dass sie männliche Macht für sich selbst beanspruchen und das Überbetonen ihrer Männlichkeit und glauben, dass ihnen das Prestige und Zufriedenheit gibt. Und manchmal funktioniert das sogar in einigen Fällen. Manchmal ist es tatsächlich der taffe, potenziell gewalttätige junge Mann, der in seiner Peergruppe an Prestige gewinnt. Wir sehen das oft, nicht immer, kann aber der Fall sein. Und es ist nicht zufällig, denke ich, dass gerade der Fußball und insbesondere denke ich da an ähnliche Formen wie Rugby zum Beispiel oder American Football, also diese noch körperbetonteren Arten des Ballsports, die ja insbesondere attraktiv ist für Jungen und junge Männer, die große körperliche Kraft haben und wo man aufeinander zuläuft und tatsächlich körperlich aufeinander trifft. Diese Sportarten gehen einher mit einer massiven Anzahl an auch sexueller Gewalt, Vergewaltigung von Frauen. Das ist, und das tut mir sehr leid, das zu sagen,
ein Teil der Kultur um den australischen Fußball oder Football herum. Das ist eine ritualisierte Form von Gewalt. Und für einige junge Männer kann das tatsächlich funktionieren. Aber wenn man sich das mal anschaut, die Forschung zu Männlichkeit und Sport, die Anzahl der Männer, die tatsächlich reich und berühmt werden oder sogar auch nur von dieser Sportart leben können, durch also diese verkörperte Performance des Sportes, das sind sehr wenige. Also man bringt diesen Sport vielen jungen Männern und Jungen bei und sie spielen das als Teenager auch sehr gerne, aber sehr wenige nur schaffen es zum Profi und noch weniger davon verdienen tatsächlich ordentlich Geld damit. Das heißt, es ist eine Falle für viele junge Männer. Und alles, was ich dazu sagen kann, es könnte hilfreich sein, dass man die Realitäten ein bisschen ehrlicher thematisiert, auch in den Massenmedien. Warum sagen Sie, das ist eine Falle für junge Männer? Auch kam gerade schon eine Frage zum Thema Geschlecht und Sport, die haben Sie ja schon beantwortet. Simply because the mediated sport, what we see on television. Der Sport in den Medien, das, was Sie im Fernsehen sehen und was Männer sehen, die in diese Sportkneipen gehen, das, was man da sieht, ist die Arbeit einer sehr, sehr kleinen Gruppe junger Männer, die einen ungewöhnlichen Körperbau haben, der zurückgeht auf jahrelanges hartes Training. Aber dieses mediale Image des Sports, des vermännlichten Sports, wird nun verbreitet an Hunderte von Millionen Zuschauender. Und das sind meistens Männer, nicht alle natürlich, auch einige Frauen sind Fußballfans. Aber es besteht ein extremes Missverhältnis zwischen der Anzahl derer, die in diese Welt eintreten als junge Männer oder als Teenager und denjenigen, die tatsächlich daran verdienen letzten Endes. Und ich würde auch sagen, dass eins, was kaum jemals in den Massenmedien anerkannt wird, ist die langfristige Auswirkung des Profisports auf die Körper von Männern. Die meisten Profisportler, diejenigen, die tatsächlich davon leben, die tormentieren ihre Körper jahrelang und nachdem sie sich zur Ruhe setzen und aus dieser Arbeit nichts mehr verdienen, haben sie oft ein Leben lang mit Verletzungen und mit Schmerzen zu kämpfen, als Ergebnis der zahlreichen Verletzungen, die sie erlitten haben während ihrer Karriere. Also wenn ich sage, dass es eine Falle ist, dann meine ich das tatsächlich so. Dieses Muster dieser Verkörperung von Männlichkeit geht einher mit der Schädigung des Körpers. Eine Frage ist, ob Männer auch Sexismus erleben können. I would say the answer. Also ich würde sagen, die Antwort auf diese Frage ist ja. Aber das Muster wird wohl anders sein und die Auswirkungen werden auch anders sein. Also es ist zum Beispiel möglich, dass Männer vergewaltigt werden und in Gefängnissen werden eine nicht unbedeutende Anzahl an Männern vergewaltigt. Eines der Muster im Gefängnisleben besteht darin, dass es ein Muster der Dominanz und der Unterwerfung gibt. Eine Person, die älter ist oder über mehr Ansehen verfügt oder gewalttätiger ist. Also dieser Mann übernimmt dann die aktive, penetrierende Rolle in dieser Handlung gegenüber einer Person,
einem Mann, der vielleicht weniger Erfahrung hat und weniger gewalttätig ist und der dann das Gegenüber in dieser Handlung ist. Das ist eine Erfahrung, die nicht allzu ungewöhnlich ist im Gefängnis und auch in einigen anderen Kontexten, zum Beispiel bei migrantischer Arbeit, wo eine Gruppe von Männern, wie zum Beispiel im Bereich Bergwerkstätigkeit oder im Bereich Landwirtschaft, wo eine Gruppe von Männern gezwungen wird, sehr beengt zusammenzuleben, da können solche Verhältnisse und Muster auch entstehen. Das ist eine der Art und Weisen, wie Männer Sexismus von anderen Männern erfahren können. Und das kann auch vorkommen, dass Frauen stereotypisierend gegenüber Männern auftreten. Und es kann sein, obwohl das gesellschaftlich besonders üblich ist, es kann aber sein, dass eine Frau, die mehr Macht innehat, zum Beispiel als Arbeitgeberin oder aufgrund von einem größeren Vermögen, dass sie sich deswegen missbräuchlich gegenüber Männern verhält oder stereotypisierend auftritt. Das ist möglich. Aber das ist ein anderes Muster gegenüber im Vergleich zu den institutionalisierten Ungleichheiten und der kulturellen Abwertung von Frauen, was ja das Mainstream-Muster von Sexismus darstellt. Eine Person schreibt, sie möchten an der Schule eine Prävention sexualisierter Gewalt einbinden und ob Sie hier einen Tipp haben, wie man so etwas gestalten könnte. Ja, it's not something I. Ja, also das ist nicht unbedingt die Arbeit, an der ich mich direkt beteiligt habe. Und mein erster Rat wäre dann auch, sprechen Sie mit Personen, die daran beteiligt waren, denn es gibt solche Programme und ich würde sogar sagen, dass es eine ganze Reihe von solchen Programmen gibt in unterschiedlichen Teilen der Welt. Ich habe sehr interessante Studienergebnisse aus Südafrika gelesen zu diesem Themenbereich und vielleicht ist es für Sie möglich, dass Sie per E-Mail mit mir in Kontakt treten über die Veranstaltenden dieser Konferenz, dann könnte ich Ihnen da Quellenangaben nennen zu diesem Themenbereich und Sie auch in Kontakt setzen mit einigen der Forschenden. Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass solche Programme auf zwei Ebenen ansetzen müssen. Zum einen, indem eine allgemeine Atmosphäre geschaffen wird oder eine Schulkultur, die Wert darauf legt, dass respektvolle Beziehungen gegeben sind zwischen Jungen und Mädchen, zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen, zwischen Männern und Frauen. Dass respektvoll miteinander umgegangen wird, dass es gleiche Beziehungen gibt, dass es Gleichwertigkeit gibt. Das ist nicht immer der Fall in der Schule, aber das sollte mit diesen Programmen versucht werden. Und diese Programme sollten Schulen, sollten Eltern und das Umfeld mit einbeziehen, die Communities mit einbeziehen, sodass die Schule nicht in einen Gegensatz gestellt wird gegenüber den Eltern und dem Umfeld, sondern dass es eine gemeinsame Arbeit gibt, die darauf abzielt, ein gutes Umfeld zu schaffen für Mädchen und ich würde dann sagen auch für Jungen. Aber gleichzeitig muss es eben auch Mechanismen geben, um mit Fällen von sexualisierter Gewalt umzugehen, wenn sie auftreten und das nicht einfach an andere Institutionen und Autoritäten zu übergeben, wie zum Beispiel die Polizei. Schulen müssen sich beteiligen an diesen spezifischen Reaktionen und da muss umsichtig darüber nachgedacht werden, da müssen Profis mit einbezogen werden,
Aber das ist möglich. Hier passt die Frage vielleicht auch ganz gut dazu, wie der Umgang mit Religionen sein sollte. Denn hier schreibt eine Person, dass oftmals Religionen die Menschen in patriarchalen Strukturen gefangen halten. I think this is true. Also, ich denke, das ist der Fall. Ich würde diese Behauptung sogar noch stärker formulieren. Religiöse Organisationen können starke und zentrale Träger patriarchaler Ideologien sein. Und ich kenne eigentlich keine größere, weit verbreitete Mainstream-Religion, die aktiv antipatriarchal ist. Und die meisten großen religiösen Organisationen, die ich kenne, sind selbst substanziell patriarchal organisiert. Also religiöse Organisationen, die ich schon etwas trenne von Religionen als solchen, Religionen als Erfahrung. Diese Organisationen sind Träger von Ideen, die von Menschen vielleicht sogar verlangen, sexistisch und patriarchal zu handeln. Das ist eine große Schwierigkeit für FeministInnen, die in einem religiösen Kontext groß geworden sind oder die vielleicht noch immer religiöse Überzeugungen haben, einen Glauben haben, und stellt sie in einen scharfen Kontrast zu den Mainstream-religiösen Autoritäten. Das sehen wir beispielsweise in der katholischen Kirche, wo FeministInnen in den Hierarchien nicht willkommen waren, aber diesen Kampf über Jahre schon voranbringen. Und das sehen wir auch im Islam. Manchmal lese ich Material von einer Gruppe mit dem Namen Sisters in Islam, eine islamisch-feministische Gruppe. Und diese Gruppe beteiligt sich an Überlegungen zur Heiligen Schrift, zur angemessenen Auslegung und zur angemessenen Anwendung auf das moderne Leben. Da gibt es ernsthafte Probleme bei der Veränderung patriarchalen Verhältnissen, bei den Geschlechterverhältnissen weltweit und auch bei den Communities vor Ort. Religionen können aber auch Quellen und Grundlagen und Ressourcen für Geschlechtergerechtigkeit sein. Ich bin in einem protestantischen Kontext aufgewachsen, einem protestantisch-lutherischen Kontext, wo das Konzept der Rechtfertigung durch den Glauben etwas, das sehr im Mittelpunkt stand. Und wir wurden angehalten, Paulus zu lesen, jene, die aus einem lutherischen Hintergrund haben, wissen um die Bedeutung der Paulusbriefe in diesem Bereich und des Briefes des Paulus an die Römer und die Rechtfertigungslehre. Paulus hat über dieses Thema geschrieben. Er hat in einer patriarchalen Gesellschaft gelebt und zweifelsohne hat er patriarchale Beziehungen reproduziert. Aber er hat auch gesagt in einem der Paulusbriefe, hier ist kein Mann noch Weib. Das spielt einfach keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wer man ist. Hier ist kein Knecht noch Freier. Es spielt keine Rolle, auf welcher Ebene der sozialen Hierarchie man steht, solange man eben einen Kontakt zu Gott hat, zu einer göttlichen Figur. Und das können wir auch in anderer Form im Christentum finden und auch in anderen Religionen.
Also ich bin gegen die meisten religiösen Organisationen, aber ich bin nicht gegen die meisten Religionen. Und ich denke, da können wir Quellen finden und viele haben das vor uns auch schon getan. Sie hatten vorhin so geäußert, dass Sie dem etwas skeptisch gegenüberstehen, wenn Jungen und Mädchen getrennt werden. Da ging es vor allen Dingen um Schulen. Jetzt kam hier aber die Frage, was das im Hinblick auf die Jungen- und Mädchenarbeit, also die offene Jugendarbeit bedeutet, ob Sie das auch kritisch sehen, dass da eben Mädchen und Jungen voneinander getrennt werden. Oder, naja, werden sie nicht getrennt, sondern sie haben die Möglichkeit, zu dem einen oder zu dem anderen zu gehen. Interesting question and one I have not. Eine interessante Frage. Und das ist etwas, das ich meiner eigenen Arbeit nicht unbedingt aufgegriffen habe, aber ich kann Ihnen meine Perspektive darlegen. Ich würde gegen eine strikte institutionelle Trennung zwischen Jungenarbeit und Mädchenarbeit sein. Das ist auch ein Argument, das ich auf schulische Bildung anwende. Die Geschlechtertrennung führt zu einer großen institutionellen Trennung zwischen der Bildung für Mädchen und Jungen. Und da bin ich sehr dagegen. Ich denke, das ist ein großer Fehler im Bereich Bildungswesen, den man machen kann. Bei der Arbeit mit Jugendlichen also da würde ich auch davon abraten, diese Kluft zu schaffen durch die institutionelle Architektur, durch die großen institutionellen Gegebenheiten und Settings. Ich denke, es gibt Anlässe oder Gegebenheiten, wo es angemessen ist, für Jungen und Mädchen sich getrennt zu treffen, getrennt zu lernen. Beispielsweise im Bereich der frühen Jugend, wenn es darum geht, etwas zu Menstruation zu machen, darüber zu informieren oder etwas zum Themenbereich der ersten Ejakulation. Also das könnte vielleicht in getrennten Gruppen gemacht werden, wegen der Art und Weise, wie diese Körperlichkeitsthemen normalerweise in der Gesellschaft verstanden werden und wegen der Probleme, die diese Altersgruppe dann in einer gemischgeschlechtlichen Gruppe vielleicht haben könnte. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass auch diese Themen nach einer getrennten Diskussion, nach einem getrennten Gespräch in einem gemeinsamen Forum besprochen werden. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass wir uns hin und her bewegen zwischen getrennt geschlechtlichen Gruppen und gemischt geschlechtlichen Gruppen. Also, da habe ich auch einfach sehr viel Vertrauen. Die meiste Bildungsarbeit ist doch improvisiert. Die Arbeit mit Jugendlichen, von Sozialarbeitenden oder auch die formale Lehrtätigkeit in Schulen, das meiste ist doch improvisiert in der Interaktion, im direkten Kontakt, von Angesicht zu Angesicht, wo ständig Entscheidungen getroffen werden zu der Frage, was ist nun angemessen, wie unterstützt man diese Gruppe von Kindern oder Jugendlichen zu dieser Frage mit diesem Material? Das kann doch niemand vorher im Vorfeld festlegen. Das ist immer eine Frage der Beurteilung vor Ort in dem Moment. Und das bezieht sich auf das gesamte Curriculum, auf den gesamten Lehrplan, aber insbesondere auf soziales Lernen und Sexualkunde. Und es gibt vielleicht einige Fälle, wo das besser funktioniert, wenn man getrennt arbeitet. Und dann gibt es wieder andere Fälle, wo man das vielleicht gemeinsam machen muss und wo man vielleicht auch andere Perspektiven kennenlernen muss oder sollte. Zum Thema des Einverständnisses, das ist ja ein immer größer werdendes Thema.
im Bereich Sozialkunde in Australien aufgrund verschiedener Skandale rund um Vergewaltigungen. Es gab auch einen Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung im Parlamentsgebäude. Also das ist etwas, was jetzt lebhaft diskutiert wird. Und ich denke, einige dieser Themen können am besten dann in Diskussionen auch behandelt werden. Und ich denke, dass beim Thema Einverständnis, dass zum Beispiel das gemeinsam besprochen werden sollte in gemischtgeschlechtlichen Gruppen zwischen Jungen und Mädchen, das ist vielleicht auch etwas, wo Peer-Gruppen mit umgehen können. Dann können Normen entwickelt werden, die dann Anhaltspunkte liefern können für diese jungen Menschen, für Situationen, in denen eventuell missbräuchliches Verhalten auftreten kann. Sie hatten vorhin auch die Popkultur angesprochen. Auf der einen Seite beobachte ich, dass in der Popkultur queere Menschen präsenter sind als früher. Also es gibt nicht binäre Popstars, es gibt Trans-Popstars. Also in der Popkultur ist Platz und Sichtbarkeit für queere Menschen. Auf der anderen Seite kommt hier eine Frage, das hatten Sie vorhin auch angesprochen, dass in der Popkultur auch immer noch sehr starke reproduzierte Stereotype vorzufinden sind. Und wie man es schaffen kann, im Gespräch mit Jugendlichen eben kritisch auf diese Stereotype einzugehen, ohne dabei uncool zu wirken. That's good, good question. Sehr gute Frage. Denn um Gottes Willen wollen wir ja nicht uncool rüberkommen. Ja, dem stimme ich zu. Es ist wirklich gut, dass die Massenmedien, insbesondere die Jugendmedien, jetzt viel geschlechterdiverser sind, als sie es je in der Vergangenheit waren. Und das ist gut. Trotzdem denke ich und würde immer noch sagen, dass wir es mit massiven Geschlechterklischees zu tun haben. Insbesondere in den kommerziellen elektronischen Medien. Da schaue ich mir die Werbungen an, zum Beispiel für Fernsehserien, die ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln gelegentlich sehe in Sydney. Was sehe ich da? Ich sehe einen breitschultrigen He-Man, also einen richtigen Kerl, der irgendwelche Kampfhandlungen ausführt. Und dann sehe ich schlanke, blonde, sehr umsichtig arrangierte, fragile junge Frauen in romantischen Komödien zum Beispiel oder in irgendwelchen Dramen inszeniert. Also da gibt es eine ganze Menge von diesem Zeug, immer noch. Und trotzdem würde ich sagen, in der medialen Repräsentation queerer und Transmenschen, da, ja auch da haben wir noch jede Menge Stereotypen. Jung, hübsch, konventionell, heteronormativ, das ist eigentlich die ganz normale Geschichte für diejenigen, die Stars werden in der Popkultur, ob sie jetzt queer, trans oder cis oder hetero sind. Das heißt, die täglichen Kämpfe der Transfrau von nebenan, die nicht besonders hübsch ist, oder der queere Typ von nebenan, der Schwierigkeiten hat, einen Arbeitsplatz zu halten oder sich mit seiner Familie gut zu verstehen, das sehen wir in den Massenmedien nicht so wirklich. Und wie gehen wir jetzt damit um? Theater. Lassen Sie die Kinder
alle diese Themen auf die Bühne bringen. Lassen Sie es dramatisieren. Ich muss ganz nur wieder sagen, ich habe großes Zutrauen, großes Vertrauen in Bildung durch Theaterspielen. Da meine ich jetzt nicht Shakespeare und Schiller damit, das muss mehr sein. Junge Menschen sind oft richtig gut darin, kurze dramatische Episoden zu entwickeln und auch solche Programme in ihren eigenen selbst aufzulegen. Sie können das auch gut mit Video. Und manches kann man davon sogar senden. Wenn Sie sich zum Beispiel mal anschauen, die Lücke zwischen dem, was Sie sehen im Fernsehen oder im Internet und was Sie tatsächlich um sich herum erleben, alleine diese Diskrepanz, damit kann man jede Menge machen. Das wäre so meine Idee. Ich bin jetzt nun gar keine Fachfrau in Sachen Popkultur, aber ich denke, solche einfachen Bildungstechniken, die Diskussionen anstoßen, die könnten darin bestehen, dass die jungen Menschen ihr eigenes Material tatsächlich erstellen. Das könnte sehr produktiv sein. Jetzt haben wir zwei Fragen, die ich so ein bisschen zusammenfügen würde. Einmal geht es um Corona. Da wird hier angemerkt, dass das ja oftmals da eben Frauen darunter leiden, weil hier in Deutschland zumindest es so ist, dass dann eben sehr viele Frauen auf die Kinder aufpassen und wenn die Schulen geschlossen haben und die Kindertagesstätte und da gibt es ein Hashtag Corona ist weiblich und dann auch passend vielleicht dazu die Frage, welcher Platz Fürsorge in Männlichkeitskonstruktionen hat, also die Bilder von Männlichkeit, wie diese Konzepte zusammenpassen. Ja, zunächst. Covid-19. Da haben Sie ganz recht. Es gibt jede Menge Belege dafür, dass die Frauen sehr viel stärker als Männer die Sorgelast tragen, die zusätzliche Sorgelast, die sich aus der Pandemie ergibt. Die Sorgearbeit, die Männer tun, ist zwar auch mehr geworden, aber die Frauen leisten noch sehr viel mehr. Also sie haben zu Anfang an schon sehr viel mehr Sorgearbeit geleistet und ihr Anteil ist stärker angestiegen. Und das ist weltweit so. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich beim Kampf gegen die Pandemie an der Front sind, das sind weltweit vorrangig Frauen. Und insofern hat die Pandemie tatsächlich schon lang bestehende Geschlechterungleichheiten nochmal auf den Punkt gebracht. Wir leben ja nicht in einer postpatriarchalen Gesellschaft. Vielleicht hat das dabei geholfen, klarzumachen, wie wichtig Sorgearbeit ist und das tatsächlich ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, auf eine Art und Weise, wie es in der Vergangenheit nicht möglich war, eben gerade wegen dieser privaten Natur vieler, vieler Orte, wo Sorgearbeit geleistet wird, insbesondere wenn es um den Privathaushalt geht. Ich würde sagen, dass in der öffentlichen Repräsentation von Männlichkeit es gängiger geworden ist, dass Männer Sorgearbeit übernehmen, insbesondere in Bezug auf Kinder. Es ist gängiger geworden, dass wir Väter sehen, die Kinderwägen schieben.
Und das ist auch etwas, was wir bei PolitikerInnen sehen. Also viele männliche Politiker lassen sich bei der Sorgearbeit fotografieren oder abbilden, insbesondere natürlich, wenn es um Kinderbetreuung geht. Und das auch medial verbreiten lassen. Vielleicht erinnern Sie sich dran, in meinem Vortrag habe ich über Men Engage gesprochen, das internationale Netzwerk. In einigen dieser Organisationen, die Teil dieses Netzwerks sind, ist die Sorgearbeit von Männern, insbesondere als Väter, ein großes Thema bei der Veränderung von Männlichkeiten. Einige dieser Organisationen konzentrieren sich tatsächlich auf die Sorgearbeit junger Männer als Väter, also die Beziehungen von Männern mit Kindern. Das scheint für mich ein sehr vielversprechender Bereich zu sein, ein sehr vielversprechendes Thema, das stärker ins Zentrum gerückt werden kann. Noch hat sich das nicht ausgewirkt in Machtstrukturen, über die ich auch gesprochen habe, ganz am Anfang meines Vortrags. Also wir sehen jetzt nicht in Herrn Putin oder Herrn Xi oder Herrn Modi, die sich um ihre Enkelkinder kümmern und Zeit mit ihnen verbringen, also mit Kindern zu spielen oder sogar Windeln zu wechseln oder zu kochen. Das sehen wir noch nicht. Und ja, das zeigt uns vielleicht, wie viel des Weges wir noch zurückzulegen haben, bevor das Patriarchat besiegt ist. Oftmals ist ja auch das Problem, dass die Männer vielleicht gerne wollen, aber sobald sie dann die Karriereleiter erklimmen, gar nicht mehr können. Also aus beruflichen Gründen ist das gar nicht vorgesehen. So, jetzt versuche ich hier noch einen Überblick zu bekommen. Wir haben sehr, sehr viele Fragen. Ich nehme jetzt mal hier eine der untersten Fragen. Und zwar, oder verbinde das, da geht es nochmal um Kindertagesstätten und Schulen. Welche Vor- und Nachteile hat geschlechtsneutrale, geschlechtsoffene Erziehung? Vielleicht auch nochmal, wie kann das aussehen und wie müssten auch Lehrkräfte geschult werden oder was können Lehrkräfte in dieser Hinsicht auch beitragen? Bin mir nicht so ganz sicher, ob Sie ein bestimmtes Programm im Sinn haben mit dieser Frage, aber ich sehe es so, dass wir nicht versuchen sollten, Geschlecht aus der Sprache ganz zu entfernen. Oder, wenn Sie so wollen, einen Lehrplan entwerfen, der komplett geschlechtsneutral ist. Und ich habe eigentlich zwei Gründe dafür. Der erste ist, dass Kinder und junge Menschen Geschlecht auf verschiedene Weisen erfahren, außerhalb der Schule und außerhalb der Lehrpläne. Und wenn wir uns dem verweigern, das anzuerkennen, also wenn wir Geschlecht nicht im Lehrplan abbilden, dann wird es eine Glaubwürdigkeitslücke geben. Geschlecht muss abgebildet werden. Ich meine, es ist sowieso da im Lehrplan. Also wir lesen ja Literatur. Alle Literatur ist vergeschlechtlicht. Da geht es um Menschen mit Geschlechter, hauptsächlich von Männern geschrieben und auch von Frauen. Frauen als Autorinnen haben auch wieder einen bestimmten Platz im Lehrplan. Und auch da werden Geschlechterbilder transportiert.
Und man kann keinen reichhaltigen und umfassenden Lehrplan haben ohne Geschlecht. Das heißt jetzt nicht, dass man es reproduzieren muss, aber man muss irgendwie mit ihm umgehen. So lernen Kinder und Kinder können sich dann selber ausarbeiten, wie sie damit umgehen. Als positiv würde ich bewerten, oder sagen wir als eine gut verstandene Geschlechtsneutralitätsstrategie in der Kinderbetreuung und in Schulen, wäre sich zu weigern, Jungen und Mädchen unterschiedlich zu behandeln. Das heißt, ich bin absolut für geschlechtsneutrale oder auch gemeinsame, geschlechtergleiche Sprache bei der Ansprache von Kindern. Ich meine, früher hieß es immer, guten Morgen, Jungs und Mädels. Und natürlich immer die Jungs zuerst genannt. Das muss man nicht sagen. Man kann einfach sagen, guten Morgen, liebe Kinder. Und dann hat man gleich alle dabei. Also sowas. Eine gemeinsame, gleiche Behandlung. Das kann einfach naturalisiert werden in unserer Sprache. Und das leugnet Geschlecht ja auch nicht. Aber bestärkt oder verstärkt Geschlechternormen auch nicht. Und das, denke ich, das ist der wichtigste Punkt, den ich dazu ansprechen würde. Den anderen Punkt, den ich darlegen möchte, und das ist vielleicht auch etwas schwieriger, dieser Punkt besteht darin, dass Bildung für mich, also eine der Funktionen, die Bildung hat, besteht darin, Kultur über Generationen hinweg zu vermitteln. Und unsere historischen Kulturen sind stark vergeschlechtlicht. Wir reden Goethe, Shakespeare, wir lesen die Mahayana-Sutren, wir übernehmen eine Rolle in einem japanischen No-Theaterstück. Da gehen wir mit vergeschlechtlichten Texten um. Wir treten in Kontakt mit einer vergeschlechtlichten Geschichte. Und ich denke, das sollten wir nicht verneinen. Und wir sollten auch Kindern nicht den Zugang dazu verneinen oder verweigern, den sie durch Bildung haben können. Wir müssen ihnen es auch nicht reinwürgen. Wir müssen ihnen Gender nicht aufdrücken. Aber Zugang zu der vielfältigen Kultur der Welt zu haben, das sollte ja Bildung leisten. Kulturen, die sind dann historisch vergeschlechtlicht und da gilt es mit umzugehen, reflektiv darüber nachzudenken und vielleicht auch kritisch damit umzugehen. Ich denke, das leisten gute Lehrkräfte ohnehin. Und einige der LehrerInnen, die ich in der Vergangenheit hatte, haben das für mich geleistet. Und ich hoffe auch, dass das heute noch möglich ist. Dass Sie bitte noch mal einordnen sollen, die getrennte Jugendarbeit in Mädchen- und Jungengruppen. Hier kam noch mal die Anmerkung, dass es ja hier wieder um diese zweigeschlechtliche Aufteilung geht und eben Transpersonen, Interpersonen, nicht-binäre Personen da erneut ausgeschlossen werden. Was wäre da Ihr Vorschlag für diesen Widerspruch? I haven't thought carefully about this. Ich habe da noch nicht im letzten Detail drüber nachgedacht. Also mein Beitrag dazu ist eher improvisiert. Ich denke, dass wir die Jungenarbeit und die Mädchenarbeit nicht institutionell trennen sollten, sondern dass es die Möglichkeit geben sollte, dass es spezifische Gruppen geben kann unter bestimmten Umständen, dass es dafür die Möglichkeit gibt, die Offenheit gibt. Aber wir sollten auch dafür offen sein und dafür aufgeschlossen sein, dass es gemischtgeschlechtliche Gruppen gibt und dass wir einen Dialog anregen zwischen Jungen und Mädchen. Und das legt für mich auch nahe,
dass wir dieselbe Logik anwenden für Personen, die nicht ganz oder vielleicht auch nur teilweise in eine dieser Gruppen hineinpassen, sich dazugehörig fühlen. Ich kann mir viele Situationen vorstellen, wo es hilfreich sein kann, für junge Intersex-Personen sich mit anderen Intersex-Personen auszutauschen oder in denen es hilfreich sein kann für junge Menschen, die als Jungen erzogen worden sind, herangewachsen sind, die sich aber als Mädchen fühlen und als zukünftige junge Frauen, sich mit anderen Personen auszutauschen, die dieselben Gefühle haben oder dieselben Wegstrecken zurückgelegt haben. Transmädchen werden vielleicht vergleichbare Erfahrungen haben wie andere Transmädchen und das kann man auch vergleichbar zu Transjungen sagen. Junge Menschen, die, was heute als queere Identität bezeichnet wird, sie haben vielleicht auch einen gemeinsamen Hintergrund, haben gemeinsame Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber es sollte auch die Möglichkeit geben, einen Dialog zwischen diesen Gruppen zu führen, eine Architektur, in der es verschiedene Unterschiede geben kann, die aufkommen und existieren können, die man dann aber auch kombinieren kann und mit denen man sich wieder zusammenschließen kann. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, wie man über diese Programme nachdenken kann, wo Gendervielfalt anerkannt wird, Diversität anerkannt wird, aber dass den Menschen nicht aufgedrängt wird. Wie das in der Praxis umgesetzt werden kann, da habe ich keine Erfahrungen. Das kann ich also nicht konkret genau sagen. Aber einige der Jugendunterstützungsgruppen, die ich kenne, für queere Jugendliche und für Transjugendliche, diese Gruppen wären doch vielleicht ein Ausgangspunkt und auch zu gucken, wie sie dann in Kontakt stehen mit anderen Gruppen für Jugendlichen, die sich als straight verstehen, als heterosexuell verstehen oder die sich als cis verstehen. Also häufig verstehen sich ja Personen nicht als cis, aber die keine Trans-Impulse, keinen Input dazu hatten, dass dieser Dialog dann möglich wird in einer kombinierten jungen Mädchen-Arbeitsstruktur. Eine Frage ist, ob Sie denken, dass es eine Welt ohne Gender geben könnte, ob das überhaupt möglich ist. It's imaginable. Das ist denkbar. Ich möchte gar nicht unbedingt eine Welt ohne Gender. Ich möchte eine Welt ohne Geschlechterungleichheiten. Ich möchte eine Welt, in der es Geschlechtergerechtigkeit gibt. Und ich kann nichts Ablehnenswertes darin finden, dass anerkannt wird, dass sexuelle Reproduktion eine wichtige Rolle im menschlichen Leben spielt, dass damit gesellschaftliche Formen verbunden sind, mit diesem Aspekt der menschlichen Körperlichkeit verbunden sind, dass diese Verbindungen Auswirkungen haben auf unterschiedliche Bereiche des Lebens. So verstehe ich Gender. Und ich kann daran nichts inhärent Ablehnenswertes finden. Was für mich ablehnenswert ist, besteht einfach darin, dass wenn diese Strukturen, diese Mustern zu Strukturen der Ungleichheit werden, der Hierarchien, des Privilegs, der Ausgrenzung, der Ausbeutung und damit dann zu Grundlagen und Quellen der Gewalt und des Missbrauches werden, dem muss ein Ende gesetzt werden. Und wenn wir Möglichkeiten finden, dem ein Ende zu setzen, dann werden wir vielleicht eine Zukunft haben, die vergeschlechtlicht ist, aber auf eine interessantere Art und Weise im Vergleich zu dem, was wir heute haben, vielfältiger. Einige Science-Fiction-Werke sind dafür interessant, um sich eine Gesellschaft mit verschiedenen Geschlechtern vorzustellen. Science-Fiction ist vielleicht eine Möglichkeit, die Fantasie ein bisschen anzuregen,
das ist nicht unbedingt ein Entwurf für eine Gesellschaft, aber es ist eine Möglichkeit, darüber hinaus zu denken, was es derzeit gibt. Und in dem Sinne kann das sehr hilfreich sein. Und was können wir alle dafür tun, um in diese Welt zu kommen? Smash the patriarchy. Nieder mit dem Patriarchat. Ungleichheiten entgegentreten, ganz gleich, wo sie auftreten. Treten Sie einer Gewerkschaft bei. Legen Sie sich mit den dunklen Mächten sozusagen an. Es gibt tausende von Möglichkeiten, wie wir den Ungleichheiten entgegentreten können oder auch Missbrauch entgegentreten können in unserem vergeschlechtlichten Leben. Einige dieser Formen sind kleiner oder auch sehr unauffällig, wie beispielsweise die Art und Weise, wie man eine Schulklasse anspricht oder dass man einfach die Familienstrukturen anders gestaltet und da fairere Strukturen schafft. Andere sind sehr viel umfassender, präsenter, wie zum Beispiel, wenn man sich der staatlichen Kontrolle über Frauenkörpern entgegenstellt oder gegen Wirtschaftsmodelle, die auf der Ausbeutung von Frauenarbeit basieren oder auf geschlechterbasierter Arbeitsteilung, die in ausbeuterischen Arbeitsstrukturen, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ebenen, wo wir diese Dinge anbringen können, wo wir uns einbringen können. Aber ich denke, wir kommen wieder auf den Alltag zurück. So haben wir ja auch begonnen. Also die Familienstrukturen, Beziehungen, unser Arbeitsumfeld, unsere Freizeit, die persönlichen Kontakte, das sind alles Felder, wo wir uns einsetzen können für eine Welt der Gleichheit und Gerechtigkeit. Jetzt klinge ich wie Paulus. Vielen herzlichen Dank, das war auch ein schönes Schlusswort. Ja, es sind noch ganz, ganz viele Fragen da, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr alle zu beantworten. Sie müssen nochmal kommen, vielleicht nächstes Mal dann sogar in live, nicht nur virtuell, da würden wir uns sehr freuen. Ja, herzlichen Dank für die Einblicke an Raewyn Connell. Schön, dass Sie da waren. Thank you.